Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu mal wieder einer Runde Doom 64. Ja, da ich gerade ein bisschen abwarten muss, jetzt halt mal hier die Klappe und lass mich anmoderieren. Auf dem Hardware-Update dachte ich mir, Mensch, Doom 64 hast du damals nicht zu Ende gespielt, vor 2 Jahren. Jo, bin noch verschnupft, bisschen erkältet, aber dachte mir, Mensch, so ein geiles Solo-Player-Game kann ich gerade nicht spielen, weil Hardware und so. Aber Doom 64, das könnte man ja zu Ende spielen. Und dann fiel mir ein, warum ich das abgebrochen hatte. Das ist nämlich der Soundcheck, weil der ziemlich lahm ist. Jetzt hör doch mal auf. Meine Fresse. Ja, der ist ziemlich lahm, weil da ist nur Ambiente-Sound und so ein Mist. Aber der Cooper hat sich gedacht, geil, 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 guckst du mal nach freier Musik und von Van in Japan, Vans in Japans, Vans in Japan, gibt's einen geilen Track, den habe ich mir jetzt in OBS reingeknallt und immer wenn es ein bisschen hart auf hart kommt, hauen wir den einfach rein, ich habe mir den auf eine Taste gelegt, kann sein, dass ich mal kurz dann mache, aber dann geht's los. Ich glaube, da haben wir alle ein bisschen mehr Spaß dran und das müsste noch unter meiner Nintendo 64 Kategorie mal zu Ende gespielt werden, deswegen. Bis wir The Quarry spielen können. Richtig spielen können. Hauen wir uns mal ein bisschen Doom 64 rein. So, wo waren wir stehen geblieben? Bring it on. Okay. Und es geht da los, dann geht's los. Wuhu! Oh, die Bombe. Pflanze. Aua! Arschloch. Das ging ja. Alter. Das war ja gleich mal ein gutes Beispiel, wa? Wisst ihr noch was? Komm. Komm. Ich bin gut drauf. Das geht hier ab. Wo habt ihr mich hingebeamt, Jungs? Da geht's wieder woanders hin. Ah, wir suchen uns erstmal durch. Komm schon. Alter, das war zu einfach. Da, das ist doch hier, komm. Da jede doch von alleine, wa? Mit der Mucke, sag ich. Oh. Aua. Ja. Aber. Yeah. Geh erstmal komplett durch. Und schauen uns mal, was man hier. Einmal rum, würde ich sagen, ne? Geht bestimmt einmal rum hier. Ja. Ja, dann kommen wir wieder raus. Sehr gut. Ja, ne? Da sind wir doch. Einmal rum, die Festung müssen wir wahrscheinlich dann einnehmen. Oh ja, das können wir sehen. Kugeln eingesammelt. Oh yeah. Yeah. Das war ja schon mal ein schönes Beispiel. Aber das nicht für Snipen. Das hier? Was haben wir denn hier alles? Alter, das ist so. Ja, ne? Das geht aber ganz schön in der Piste. Haben wir. Da haben wir doch schon ein bisschen rumgemetzelt hier. Also das ist diese Ambiente-Mucke, ne? Hier geht's ja noch, Mensch. Hast ja noch einen Streicher mit drin. Alter. Das ist schon, ne? Alter, okay. Schön die Muni mit einsammeln.
Können wir da einen Hintergrund schreien? Okay, einmal rum, einmal nun. Na denn, was haben wir noch Größeres hier? Okay, das knallt. Dann haben wir 0. Alter, was ist das denn? Ich weiß gar nicht mehr, was ich für eine Waffe habe. Oh, davon haben wir 0. 330. Okay, das ist dann The Last of Us. Alles klar. Okay, wir gehen mal mit Schroti, oder? Wir sind jetzt bestimmt im Nahkampf. Schroti, komm. Okay, wem fehlt drehen jetzt hier? Lass du unten nachschauen oder oben? Uah, aua! Du elendes. Da komm ich nicht durch. Kann ich nicht springen oder so, ne? Nee. Das ist noch ganz alter, wenn man überlegt, das war auf dem N64. Für den N64 war das ja schon kacke. Okay, wir gehen jetzt mal hier unten durch. Halt die Klappe, Junge! Ich bin nicht mehr so kacke wie vor 2 Jahren. Ich mach dich. Ich mach dich Messer. Muss mal die Dinge oben lesen. Ja, laufen wir traditionell hier ringsrum. Okay, das war ein Schalter. Klappe. Das ist ja wieder hier. Okay. Hä? Das bringt mich mit hoch. Sehe ich mal hier was, aber ist nicht, wa? Das wäre so klassisch versteckte Kacke hier. So, was ist denn jetzt hier unten auf? Ich habe irgendeinen Schalter betätigt. Ja, sag ich doch. Zu irgendwas ist das immer gut, wa? Da die Levels ja nicht groß waren. Die Maps. Levels. Nee, kann man schon sagen. Levels sind. Alles Level, ne? Müsste hier reinkommen. Ja. Ach, die simple Farbkodierung. Die haben wir ja wohl. Okay, der ist noch ein bisschen fertig. Sehr jung. Dann tun wir mal penetrieren. So dass er sich nicht mehr bewegen kann. Gesundheit der Bundessammelt. Okay. Okay. Ja, okay. Du benötigst einen gelben Schlüssel. Ach, das sind diese Dinge. Alles klar. Habe ich denn jetzt hier was eingesammelt? Verpasst das manchmal. Du benötigst einen hier. Jetzt hab ich wieder was auf hier gemacht. Das ist immer bei dir. Ah, okay, okay. Alles klar. Was hab ich jetzt für eine Superweapon? Ach, für unsere. Oh, die sind beide. Soll ich mir das aufheben? Gib mir das, wenn es hart auf hart kommt, auf.
Das ist vielleicht besser. Wir haben wieder was aufgemacht. Wir haben wieder einen Schalter betätigt. Wir müssen wieder zurück und brauchen einen gelben Schlüssel. Hier, das haben wir schon. Das tun wir gerne nochmal doppelt klicken. Ihr wisst das. Suchen wir noch was hier. Ach, das haben wir aufgemacht. Alles klar. Wisst ihr, das ist da ja. Das ist da nur halb so impliziert, wie es aussieht. Gelle. Gelle. Jetzt suchen wir nach einem gelben Schlüssel. Schachtelpatrone. Okay. Aber wie kommen wir denn hier rüber? Ach, hier ist er. Jetzt haben wir irgendwas aufgemacht. Aber die Schalten. Da quasi nicht viel Speicher war, schickt man uns jetzt hier immer mal einmal rum, einmal num. Gelle. Das ist so. War so in dem alter Zeit. Dürfen nur keine. Nix übersehen. So, jetzt haben wir eigentlich beides angemacht. Okay. Geh mich von der Ficht. So. Aber. Nerv mich noch. Rotorschlüssel. Das Scheißding brauchen wir doch noch gar nicht. Naja, vielleicht, wenn wir den Weg lang laufen. Dit könnte Sinn. Wenn wir jetzt hier lang laufen. Brauchen wir. Günther! Dich habe ich ja auch nicht gesehen. Okay, hier haben wir es aufgeschaltet. Wer schreit denn hier die ganze Zeit rum? Partikel, Unsichtbarkeit. Okay, so. Ich bin unsichtbar, denke ich. Hier irgendwas. Können wir denn hier jetzt irgendwo rum? Also, falsche Ecke. Wir brauchen ja... Nee. Kann ich jetzt da hin? Hier unten was offen. Okay. Geht mir zu schnell. Mein kleiner Freund. Ne, ist nichts offen. Das ist halt das Angel bei den Dingern, dass die dann ziemlich verwinkelt waren und ziemlich fies zum Suchen. Gille. Aber da musst du durch, erst durch. Die haben ja nur den roten. Ach ne, leck mich doch, ne? Ist klar. Jetzt hier auf dem Mord. Halt die Klappe. Ist klar. Sehr gut.
Hier haben wir das schon, waren wir schon einmal rum. Da müssen wir, aber ich habe immer noch. Das ist der rote Schlüssel. Immer noch ein gelber Schlüssel. So, jetzt checken wir mal ab, ob wir alles angeschaltet haben, ne? Das wäre natürlich ganz knorke. Lediglich einen gelben Schlüssel. Im roten. Und einen blauen. Da unten sehe ich das hier an der Ecke. Meine Fresse. Also muss es den irgendwo anders geben. Aber wie kommt. Außen? Guck mal nach außen. Ich kann nicht springen, das ist ja die Frage, gell? Okay, da sind wir wieder hier. Hä? Hier schon wieder Leute rumlatschen. Dann ist da wieder irgendwas. Ist der Teleporter? Jo. Das hab ich mir jetzt nicht ohne Action vorgestellt, wa? Kann ich nicht hochgucken, nicht die Scheiße hier. Da ist ja rot, ich werde bekloppt. Alter. Geh mir von der Fichte, Junge. Ich baller dir eine. Der Dieb bin ich, da habe ich ja gefunden. Ah, dann noch einer. Der lebt ja noch. Und jetzt Bonus, okay. Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Brauchen wir noch einen gelben Schlüssel, verdammte Kacke. Das ist definitiv eine wahre Aussage, würde ich sagen. Ach, ich hab jetzt. Jetzt geht's los. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Komm schon, noch mehr. Das war's schon? Da habe ich hinten bestimmt was aufgemacht. Okay, dann muss ich wieder zurück. Alter, ist das eine geile Laserwaffe. Ich mag die. Laser, Laser, Laser. Phaser, Phaser, Phaser. Muss ich auch.
Geil, das Level machen wir noch hier. Das heißt ja auch Level. Level. Schreien jetzt so rum hier. Okay, sind wir gut hier mit unserer Waffe aus der Hölle. Hä? Junge, da wurdest du weg. Ich hab vergessen, wie pervers das ist. Das ist aber... Sieht nie gesund aus. Jo! Da haben wir das erste Level wieder durch. Ja, 96. Ja. Los, böse. Ja. Damit sind wir im nächsten Level, aber damit sagt der Michael Cooper. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sagt der Michael Cooper aus der Hölle, wie immer, cut it out.